Mikro hier hinten, sonst muss ich die ganze Zeit immer so machen. Gott, immer völlig. Hallo, da sind wir wieder zurück. Heute bei Kampfkunst Schöne Weide, quasi gleich bei mir um die Ecke. Das ist ja Ralf. Und Herr Ralf, hi. Erklärt euch mal ein bisschen was. Wir sind der Kampfkunst Schöne Weide e.V. Kampfkunst Berlin Schöne Weide e.V. Machen seit fast 10 Jahren hier in der Halle traditionelles Kung Fu, Jeet Wo Dao, also Vietnamesisch und Chinesisch. Trainieren 4-mal die Woche. Haben kleine Kinder von 3,5 Jahren an bis Erwachsene 55 Jahre. Ja, das finde ich ziemlich gut, weil die meisten Schulen fangen erst ab 6 Jahre an. Genau. Ne, wir fangen auch schon ab 3 Jahre an. Finde ich total klasse. Weil so ja, Kleinkindtraining ist auf jeden Fall herausfordernd. Ja, ja. Aber ja. Zieht. Was zeigst du uns heute? Heute typisch für vietnamesische Kampfkünste sind Scheren. So eine Caesar Takedowns und die zeigen wir euch heute einfach mal. Gut, das ist eine Hüftschere, ist typisch vietnamesisch. Die Geschichten erzählen immer, damit haben die Vietnamesen, die Fußkämpfer, die Reiter vom Pferd geholt. Wir nehmen das, um den Gegner runterzukriegen, ist weit verbreitet als Scissor Takedown. Der eine Partner steht mit dem einen Fuß vorne und der andere macht im Grunde seine Hüfte auf die Hüfte vom anderen. Zum Üben kann man die Hand auf den Boden nehmen und dann muss das erste Bein vor den Bauch kommen und das zweite Bein kommt hinter seine Beine und dann nur noch Drehung aus den Schultern. Und der Gegner fällt. Jetzt zeigen wir euch eine mögliche praktische Anwendung. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Wir sehen uns ja wieder bei dem Wettkampf. Genau. Bis wann? Dragon Cup 31.10.2020 in Berlin Adlershof. Folgt der Website. Alles klar. Genau. Danke sehr. Vielen Dank. Bis dann. Tschüssi. Ciao.